In diesem Video stelle ich die Moodle-Aktivität Aufgabe vor. Am besten wählen Sie dieses Format, wenn Sie Ihren Schülerinnen eine Aufgabe stellen wollen, die ein hohes Maß an Verbindlichkeit beansprucht, wenn Sie Ihren Schülern eine Bewertung und ein individuelles Feedback zukommen lassen möchten und wenn Sie immer selbst den Überblick über abgegebene Aufgaben und deren Bewertung behalten wollen. Aufgabe bezeichnet in Moodle nur das Format und erlaubt im Prinzip jede mögliche Form der Aufgabenstellung. Also vom einfachen Arbeitsauftrag wie Bearbeite im Buch Aufgabe 5 Seite 66 über eine Aufgabe auf einem bereitgestellten Aufgabenblatt bis zum Erstellen eines grafischen Schemas oder der Einreichung eines Essays. Es gibt allerdings einige Kniffe, damit die Schülerinnen ihre Aufgaben auch einreichen können und damit sie nach ihrer Korrektur auch die Bewertung und das Feedback der Lehrkraft sehen können. In diesem Video erkläre ich zunächst, wie man eine Aufgabe erstellt und welche Einstellungen dabei sinnvoll sind. Die Bewertung der Aufgabe wird in einem weiteren Video erklärt werden. Wie erstelle ich eine Aufgabe? Dazu begeben wir uns in den hier bereitgestellten Moodle-Beispielkurs. Zunächst Bearbeiten einschalten. Im Bereich Aktivität Aufgabe, einem zuvor angelegten Thema, wollen wir eine Aktivität anlegen, wählen Aufgabe und hinzufügen. Unserer nicht ganz ernst gemeinten Aufgabe geben wir den Titel Gladiator. Ich füge eine vorbereitete Aufgabenbeschreibung hinzu. In dieser Aufgabe soll es darum gehen, wie man sich in der Arena so bewegt, dass man nicht vom Schwert des Gegners getroffen wird. Ein Bild erhöht die Motivation zur Bearbeitung. Die genaue Beschreibung, was man tun soll: Zunächst eine passende Ausrüstung zusammenstellen und zu diesem Zweck soll ein Arbeitsblatt Gladiatorenausrüstung bearbeitet werden und bis zum 8. Mai eingereicht sein. Dieser Termin taucht nur hier in der Beschreibung auf. Wenn der Termin später im Kalender auftauchen soll, müssen wir ihn noch in den Einstellungen hinzufügen. Das kleine Beispiel soll zeigen, für Schülerinnen ist es immer hilfreich, dass sie sehen, zu welchem Lernzweck sie eine bestimmte Aufgabe bearbeiten. Sie müssen wissen, was sie dazu brauchen, ein Arbeitsblatt. Und dieses Arbeitsblatt müssen wir nun noch hinzufügen. Es wird dann zusammen mit der Aufgabe auftauchen. Das können wir tun, indem wir hier unten in diesem Feld aus unseren Dateien eine in dieses Drag-and-Drop-Feld hineinziehen oder indem wir hier über das Hinzufügen, über den Hinzufügen-Button eine Datei auswählen und hier hochladen. Nun empfiehlt es sich, die Aufgabe zunächst einmal zu speichern. Achten Sie vor allem darauf, bei umfangreicheren Arbeiten zwischendrin auch mal zwischenzuspeichern, am besten indem Sie alles in der Beschreibung markieren und kopieren, dann kann man es später wieder einfügen. Wir wollen nun zunächst einmal die Aufgabe uns anschauen und wählen dazu Speichern und Anzeigen. So wird die Aufgabe später ausschauen. Wir sehen, hier unten ist im Bewertungsüberblick noch nichts weiter angegeben. Wir haben ja auch noch keine weiteren Einstellungen vorgenommen. Dies tun wir jetzt. Indem wir die Aufgabe weiter bearbeiten. Bevor wir das tun, empfiehlt es sich, die Aufgabe zu verbergen, damit nicht der erste übereifrige Schüler nach 5 Minuten schon fragt, wo ist denn das Arbeitsblatt? Das haben Sie ja noch gar nicht hochgeladen. Erst nach dem Verbergen, später das Anzeigen nicht vergessen, Einstellungen bearbeiten und wir gehen zu den wichtigsten Einstellungen. Zunächst ist die Frage, wie die Arbeit verfügbar sein soll.
Einen Abgabebeginn einzugeben ist nicht unbedingt sinnvoll. In den meisten Fällen wollen Sie, dass die Schüler und Schülerinnen mit der Aufgabe beginnen, sobald Sie sie eingestellt haben. Deswegen deaktivieren wir dies. Wichtig ist aber das Fälligkeitsdatum. Geben wir hier einmal ein, 8. Mai, 10 Uhr, die nächste entsprechende Stunde, aktivieren. Nur wenn wir das tun, erscheint die Aufgabe später für Sie und für die Schülerinnen sichtbar im Kalender. Nun können Sie entscheiden, welche Abgabetypen möglich sein sollen. Für Sie als Lehrkraft besonders bequem ist es, wenn Sie die Texteingabe online ermöglichen. Dann können Sie nämlich direkt im Eingabefeld später die Aufgabe der Schülerin korrigieren. Gerade für jüngere Schüler empfiehlt es sich aber auch, die Dateiabgabe zu ermöglichen. Das bedeutet, dass Schüler zum Beispiel eine handschriftliche Aufgabe als PDF-Dokument abgeben können. Mitunter haben gerade jüngere Schüler das Problem, dass sie dann mehrere Seiten haben in ihrem Heft zum Beispiel. Dann empfiehlt es sich, die Anzahl hochladbarer Dateien hochzusetzen auf 2 oder 3. Die Dateigröße ist meist je nach Moodle auf Ihrer Schule festgelegt auf eine bestimmte Größe. Welches Feedback möchten Sie den Schülern geben? Hier sind verschiedene Möglichkeiten vorgegeben. Sie können einen Kommentar eintippen. Sie können eine Offline-Bewertungstabelle zur Verfügung stellen. Das empfiehlt sich dann, wenn Sie nicht selbst bewerten möchten, sondern die Schüler selber ihre Aufgabe bewerten lassen wollen. Und wichtig, Sie können Feedback-Dateien den Schülern zurückgeben. Das bedeutet etwa, ein Schüler hat ein PDF-Dokument abgegeben. Sie korrigieren das mit einem PDF-Reader und können es dann hier wieder zusammen mit Ihren Kommentaren hochladen. Und besonders bequem, wenn der Schüler, die Schülerin die Aufgabe eingetippt hat ins Abgabefeld, dann können Sie direkt darin korrigieren, aber nur, wenn Sie hier eingeben, Inline-Kommentar, ja. Bei den Abgabeeinstellungen können Sie festlegen, ob die Schüler eigens eine Abgabetaste drücken müssen. Nur dann erscheint die Aufgabe als abgegeben. Davor sehen Sie sie in der Übersicht nur als Entwurf. Sie können das aber auch lassen. Häufig vergessen die Schüler sowieso diese Abgabetaste zu drücken. Wenn Sie möchten, dass die Schüler eine Aufgabe noch einmal bearbeiten, etwa weil sie ihre Tipps überhaupt nicht berücksichtigt haben, dann geben Sie hier ein Aufgabe erneut bearbeitbar, manuell oder bis zum Bestehen und wie viele Versuche den Schülern möglich sein sollen. Sie können auch Gruppeneinstellungen aktivieren, dies allerdings nur auf der Kursebene. Dann können Sie hier eingeben, welche der von Ihnen zuvor eingerichteten Gruppen die Aufgabe abgeben soll. Mitteilungen können nur an die Personen, die bewertet wurden, versendet werden und auch an Sie, wenn die Administratoren Ihres Moodles zuvor erreichbare E-Mail-Adressen eingegeben haben. Das ist häufig nicht der Fall, deswegen können wir diesen Punkt übergehen. Zentral ist der folgende Punkt, der Punkt der Bewertung. Denn nur wenn Sie eine Bewertung abgeben, egal in welcher Form, wie hier voreingestellt in Form von Punkten oder durch Sie selbst definierte Bewertungskriterien, nur dann sehen die Schülerinnen, dass Sie die Aufgabe wirklich angeschaut und bewertet haben. Voreingestellt ist hier eine Bewertung nach Punkten. Hier ist häufig eine Skala vorgegeben, die in den seltensten Fällen zu Ihrem Fach oder gar zur Aufgabe passen dürften. Daher empfiehlt es sich, eigene Bewertungskriterien zu erstellen und dazu die Bewertungsmethode zu ändern, von der einfachen direkten Bewertung zu der Bewertungsmethode
Rubriken. Ihnen steht auch die Möglichkeit offen, dass Sie die Aufgaben der Schüler anonym bewerten, also so, dass Sie nicht sehen, welcher Schüler welche Aufgabe abgegeben hat. Hier unten sehen Sie noch weitere Einstellungen und Voraussetzungen, das können wir übergehen. Nun wählen Sie Speichern und Anzeigen und haben nun die Möglichkeit, Bewertungsrubriken festzulegen. Wenn Sie dies das erste Mal tun, müssen Sie ein völlig neues Bewertungsformular erstellen. Wählen wir diese Option und nennen diese Bewertung mal Überlebenschancen. Die Beschreibung ist optional. Wichtig ist, dass der Punkt hier unten, die Rubrik, um die zu verändern, tippen Sie einfach in das entsprechende Feld. Für unser nicht ernst gemeintes Beispiel des Gladiators geben wir hier einmal ein passend ausgerüstet Fragezeichen und legen verschiedene Levels fest. Etwa als erstes Level völlig unzureichend ausgerüstet. Studiere noch einmal das Arbeitsblatt. Es empfiehlt sich den Schülern eben auch einen Hinweis zu geben, was sie tun können, wenn sie eine Aufgabe nicht erfüllen können. Als zweites Level noch nicht wirklich gut geschützt. Suche weitere Ausrüstung. Und als drittes Level bestens geschützt. Diese Rubriken können Sie später in der Bewertung dann verwenden. Sie können auch noch ein weiteres Level hier hinzufügen und Sie können noch ein weiteres Kriterium hinzufügen. In diesem Beispiel könnte das lauten ausreichend trainiert. Und auch hier können Sie dann Rubriken festlegen. Wenn Sie die speichern und fertigstellen, tauchen die später in der Bewertung auf. Wir wählen aber jetzt die andere Option, nämlich Sie haben schon Bewertungsrubriken erstellt und wollen die wiederverwenden und sich Arbeit sparen, indem Sie etwa für eine Grammatikaufgabe oder für eine Bildbeschreibung oder ähnliches schon Kriterien festgelegt haben, dann erstellen Sie das Bewertungsformular aus einer Vorlage. Keine Vorlage gefunden. Sie haben aber doch welche erstellt. Sie wählen das Feld einschließlich meine eigenen Formulare und suchen und finden hier eine Sammlung der Bewertungen, die Sie schon vorgenommen haben. Also hier hatten wir eine Bewertung zum Thema Komparation, die ist uns zu speziell. Also wählen wir hier unten eine allgemeinere. Sehr ungenau Tipps berücksichtigen bis zu fast fehlerfrei Klasse. Wählen diese aus. Formular als Vorlage verwenden. Weiter. Jetzt können wir die Formulardefinition noch bearbeiten oder gar ganz löschen und sind fertig. Warum müssen wir an dieser Stelle nicht abspeichern? Die Aufgabe wurde schon gespeichert. Sie erinnern sich vorhin, wir haben nur noch die Einstellungen verändert und sind damit am Ende. Wir können uns also die fertige Aufgabe nun anschauen. Hier ist sie. Nicht vergessen Sie jetzt, nachdem sie fertig bearbeitet wurde, für die Schüler auch anzeigen zu lassen. Und
Wenn wir nun die Aufgabe wählen, sehen wir hier oben die Beschreibung und dann den Bewertungsüberblick, wie viele Teilnehmerinnen. Für diesen Beispielkurs sind noch keine Teilnehmer definiert, deshalb hier 0. Wie viele von denen haben abgegeben? Wie viele haben sich schon bewertet? Wann, bis wann ist die Aufgabe abzugeben? Wie viel Zeit bleibt noch? Und in einem weiteren Video wird erklärt werden, wie Sie dann die Abgaben anzeigen und bewerten. Der Vorteil des Aufgabenformats ist, dass er nun hier im Kalender auftaucht. Hier, Freitag, 8. Mai, bis zu diesem Termin ist die Aufgabe Gladiator zu bearbeiten. Das sehen Sie als Lehrkraft und das sehen die Schüler. Wir können das hier nachvollziehen, indem wir die Rolle wechseln, Schüler, Schülerin. Und wir sehen auch in der Ansicht der Schülerin, des Schülers erscheint hier die Aufgabe.